Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danube LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zelda 2. In der letzten Folge haben wir das Land Kanan endlich mal gesehen, was ein bisschen komischer aussah, als ich jetzt gedacht hatte. Ich habe mir irgendwie so eine richtig glitzernde weiße Stadt vorgestellt oder irgendwie sowas, und dann kommt auf einmal so ein riesiger Mond, so ein Mondauge, irgendwie sowas. Und Kronos steckt hinter all dem und ja, wir kämpfen jetzt gegen den und das wird natürlich ein Heidenspaß. Know that there is one thing you will never break. My will. Pitiful human emotions. Ich mach mal die kaputt. It, that emotion is what makes us stronger. Oh Mann. Und Gaius ist schon längst tot. Wir haben keinen Heiler. Ihr habt euch mal. Ja, okay, Muse. Ihr wartet hier, wie ich gegen den hier bestehen soll. Ihr habt doch einen Knall. Bock euch mal meinen Hammer an. Muse. Bist du gegen irgendwas anfällig? Schwäche. Pistolen. Dabei ist Kronos auch voll immun gegen Pistolen gegen. Ich will ehrlich gesagt nicht mein Chromatis einsetzen. Weiß ich nicht, irgendwie will ich mein Chromatis nicht einsetzen. Jetzt, wo das irgendwie so erwähnt wurde, macht mich jetzt ein bisschen nervös. So, die anderen beiden sind zwar hier am Sterben. Oh Gott, die sind echt am Sterben. So, wieder. Sehr gut, danke. Frag doch mal. Da hat einer P. Was? Warum kann ich das nicht kaputt machen? Dann gehe ich eben auf dich los. Ich wollte schon sagen, du bist resistent. Das weiß ich sogar noch. Oh Mann. So, jetzt kriegst du aufs Maul. Hoffentlich war nicht ein Fehler jetzt, keine Dings einzusetzen. Kein Chromatis. Stimmt nur Schwachsinn, aber trotzdem, wenn Julius das schon erwähnt hat. Sehr gut. Ich kann ja auch so platt machen. Wenn ich dann habe ich immer noch meine Gerichte. Stirb an Tomaten. Warum leben die denn noch, Mann? Was ist denn das? Au. Ach ja, das genau. Er kann ja zigtausend Zauber auf einmal einsetzen. Die heilen sich sogar, was? Oh Mann. Ja, ich wusste, für den brauche ich Nerven. Er kann sich mit dem verbinden? Was? Was bringt das denn? Ich werde den auch ohne Chromatis schaffen. Ich bin viel stärker als damals. Au. Au. Das war bestimmt ein riesiger Fehler. Komm schon. Ah. Oh nein, nein, nein. Danke. Oh nein, nein, nein. Das ist von uns okay. Das wäre Gaius Ritterlichkeit hier nicht schlecht. Oh nein, jetzt haut wieder alles, ne? Ja. Autsch. Ah, ist gut. Ah, ist gut. Ich habe gar keinen Zauberschutz, was? Wieso habe ich keinen Zauberschutz drin? Bin ich eigentlich irre? Wie? Oh gut. Sehr gut. Verbindungsveteran, okay. Sehr schön. Pay attention, children. Oh nein, jetzt legt er los, ne? Where'd his wounds go? He can heal so quickly. Why bother with healing? When you can reverse time itself. Na klar. That can only mean. Indeed, I am Kronos, master and great spirit of time. Stimmt, die kennen den ja gar nicht, ne? Och Mann. Oh. Ja, wenigstens ist aber nur einer jetzt hier. Ich war nämlich trotzdem nicht.
Irgendwas muss das doch bringen. Oh nein, ich bin verwirrt. Oder ey. Irgendwas anderes. Guck mal her. Oh, die haben ihn gebunden. Sehr schön. Krass. Wir haben ja voll das mächtige Team, fällt mir gerade auf, wenn man jetzt Jude mal nicht mitzählt. Oh Mann. Oh Gott. Geh weg. Warum möchte ich nicht getroffen werden? Danke. Also jetzt kommt wenigstens wieder Music zum Zaubern. Das ist gut. Und wir haben das Gefühl, die Firma ist einfacher. Dann legt er leicht los und macht mich fertig. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Aua. Aua. Ja, Ritterlichkeit, sehr schön. Verdammt, ich Idiot. Sehr gut. Das war knapp. Of Destruction. Sehr gut. Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott. Aha. Mal Gegner die Zeit zurückdrehen. Ja, na klar. Die sind ja immer so geliebt von allen. Ich hoffe, der macht das nicht mit dem Kampf. Da wäre richtig nervig. Haben wir schon darüber gewundert. Wow. Da er so wenig HP hatte. Komm her. Okay, dann nicht. Was? Was ist jetzt los? Ach du Kacke. Das war richtig geil in Szene gesetzt. Was machst du da? Nein! Das gibt's nicht! Du sagst mir nicht! Nein! Du sagst! Der hat das echt gemacht! Oh. Ja gut, ich bin verwirrt, ich gehe trotzdem auf dich los. Au. Kann ich euch jetzt kaputt machen, bitte? Lebt mal jemand, danke. Oh. Aber ich bin mit niemandem verbunden, super. Boah, jetzt kann er zweimal ballern mit dem Scheiß. Okay, das muss irgendwas bringen, die zu töten. Kommt irgendwas, irgendwas. Danke, Biosee. Das ist nur, weil ich jetzt nicht mich verwandeln will oder was, ne? So, das Ding ist kaputt. Da wird bestimmt irgendwas gebracht haben. Oh Mann. Ist ja wie. Ah, wie ein bestimmter Boss in Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ohne zu spoilern. Oh nee. Musei, hau mal rein. Guck mal, jemand wieder beleben. Musei, was zum Teufel war mit Geil, was ist los? So, dich mach ich kaputt. Ich hab keine Ahnung, ob es das bringt, aber es wird schon irgendwas bringen. Weil wenn er jedes Mal voll geheilt wird, dann ist das richtig blöde. Hey, geblieben. Komm, dann kannst du auch keinen verbundenen Arzt und also was machen. Das ist auch gut. Komm mal her. Sehr gut. Ich habe noch viel mehr Angriffe. Ich setze irgendwie fast immer die gleichen ein, habe ich so gefühlt. Da ist ja noch ein Zahnrad. Ah. Der Kampf geht richtig ab, muss ich sagen. Macht mir auch schon Bock, aber ich würde den auch gern gewinnen. Ah, ah, ah. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit den Angriff spamme, aber egal. Verdammt, geh doch mal auf jemand los. Das ist ja schon Final Boss mäßig hier, was hier abgeht. Wo kommst du jetzt her? Ich hab den immer noch nicht. Weiß nicht, ob der noch ein paar öfter
ein bisschen öfter macht. Ich hoffe ja nicht, ne? Wäre richtig blöd. Er hat ungefähr ab die Hälfte eingesetzt, glaube ich. Boah, ich muss mich mal heilen. Ich komme irgendwie immer unter so und so viel AP. Der ist vergiftet. Was? Nein! Ludka, hör auf damit! Mach keinen Scheiß! Verdammt! Oh Mann! Nein, 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 ist gut, ist gut! Nicht gut. Mann, verwirren. Warum muss jeder Gegner irgendwie verwirren können? So, ein bisschen hier heftiger angreifen, wenn es geht. Sehr gut, danke wieder. Warte, wenn ich gleich mein Ding wieder voll ab, ne? Dann bist du dran. Oder Muse. Aha. Ich vermisse meine Omega-Elixier. Mein Gott, das ist schon wieder so ein Scheiß. Ey. Ist gut. Ich hoffe, er bringt's auch. Gaius geht zum Glück immer auf irgendein anderes Viech los. Ma. Sollst du. Komm mal her. Da ist schon wieder so ein Teil. Aber ich habe so eine Idee, was ich machen muss. Greif mal den hier an. Nein. Was zum Teufel? Auf damit. Ey, was ist denn das? Da kann ich ewig so weitergehen. Hallo? Na wann? Danke. Oh nee. Okay, der geht aber im Overlimit jetzt. Also irgendwas scheine ich doch zu erreichen, hoffentlich. Das ist doch bestimmt nur irgendwie nur so just for fun oder irgendwie sowas. Oh Gott, was ist das denn? Das sieht sehr heftig aus. Zum Glück war ich da nicht drin. Ne? Oh nein, 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 nein. Oh nein, das war sein Overlimit-Dingen. Beim Moment sah irgendwie seine AP leider schwarz aus. Deswegen habe ich gedacht, ich hätte ihn beinahe. Aber das geht natürlich nicht. Immer schön draufhauen. Nur du bist jetzt erstmal da. Wird sich bestimmt gleich ändern, ne? Jawohl, irgendwas habe ich gemacht. Gut. Und das ohne Komatos. Hoffentlich hat das irgendwie was gebracht. You are resolute, but I suppose you wouldn't have summoned Kanan were you weaker of will. He's reversing time again. This is getting old fast. Time is infinite, but yours is at an end. You leave him alone! What's this? Why did the art fade? Hat irgendwann eine Stirn, der leuchtet, also komisch. No. So be it. Also einfach nur. Luger is my... You only get one life. Don't waste it. Ah, Beasley Bakur. There's a secret to entering Kanan, and I possess it. Correct. You presume much. I should tell you, we acquired the final waymarker of Kanan, the ultimate Chromatis bearer, in a fractured dimension. So in this world, it still very much exists. Huh? Beasley has a Chromatis too? Maybe you can beat the Key of Kresnik alone. But can you handle the both of us? Beasley? What's your game?
I confess, a duel such as that would be challenging. Au, was? One-on-one is better. I agree. They teleported. So little power left and he risks it all. Beasley, when you said you knew the way into Canaan, did you mean it? Yes. I don't want to go. Who needs the land of Canaan? I bet you it's dumb anyway. But you wanted to go there. You know we need to. How else are we going to eliminate the fractured dimensions if we don't? Do what you want. Go to Canaan for all I care. Just leave Luger and me out of it. No need to get worked up. Nicht wichtig, doch ist es. Habe ich jetzt wieder Story technisch irgendwas verpasst? Irgendwas scheint doch L zu wissen. Es ist nicht wichtig. Ich möchte nicht anschreien, da war ein Ausrufezeichen. About one thing, Luger, you don't require the Chromatis anymore. Outlived his usefulness? No. He has simply fulfilled his duty to my full satisfaction. Our family spent eons dreaming of this day, and now, thanks to him, it's arrived. Luger, I want you to know that I'm proud of you. Ich muss L finden, ja. Now I see why Julius worried about you so. Go to her, then what? Lest you forget, if you use the Chromatis to fix things, she'll transform into a divergence catalyst. Don't worry about the girl. One of my staff will keep an eye on her. You know, she probably just needs some time alone, Luger. Deswegen wollte ich sie eigentlich ja nicht finden, wegen den Chromatis. Now then, wenn wir absichtlich nicht verwandelt. I'll explain back at HQ. No need to feel anxious. Kanan's not going anywhere. I would never let it. Ach, ich bin auch blöd. Sie weiß, dass sie zum Streukatalysator wird. So many cats in my life. Are you smiling? What? Okay. Bing. Nicht? Okay. Was? Prüfen. Hab viele. Okay. Weiß, vielleicht ist hier irgendwo eine Katze und ich merke das nicht. Oder war Verbindungsweg nicht mit der Dingens? Doch, hä? Wann habe ich den bekommen? Egal. So. Ich bin immer noch im Hauptkapitel, merke ich gerade. Okay, da ist wahrscheinlich gibt's auch keine neuen Missionen und so. Boah, da war mal ein Kampf. Hab ich irgendwas bekommen? Wahrer Kanan-Wegweiser. Ja, ach so, ja. So, ich muss nur noch 100.000 jetzt bezahlen. Warum muss ich in der Story immer 100.000 bezahlen? Jetzt rückst du mal auf Quartier. Keine Sorge, ich werde mich um El kümmern. Ja, genau, dir traue ich ja natürlich am allerbesten von jedem. Da lang, okay. Das ist ja der Typ, den ich irgendwie von Anfang an nicht getraut habe. So, okay. Da hinten wär's. Hi, hi, hi. Der Kampf war schon wieder übel, ey. Warum muss der die Zeit zurückdrehen die ganze Zeit? Das ist ja nervig.
Keine Ahnung. So, warum gucke ich jetzt? Fertigkeitssiegel, wo ist? Ich soll mir mal neue Sachen kaufen, glaube ich, oder herstellen. Aber lass mal. So, ich möchte mal kurz gucken, missionenmäßig. Ist bestimmt noch nichts Neues, ne? Ja, ne, meine Katze, ach ja, Elle ist nicht dabei, ne? Hafenwein habe ich bekommen, sehr gut. Ist in der Vikalmin jetzt noch? Ne, ist nichts mehr. Das oder das? Machen wir das erstmal. So, dann kann ich ja jetzt auch hoffentlich ein Dings abgeben. Ja. Bams. Sehr gut. Dann machen wir die Story wahrscheinlich in der nächsten Folge zu Ende. Muss erstmal irgendwo speichern gehen. Wie sieht es jetzt hier aus? Also, der hat nicht so viel gebracht, hatte ich so das Gefühl. Beziehungsmäßig, egal. Ich habe gar nicht im Dings nachgeguckt. Ich Vollidiot. Ich habe in der letzten Folge so viel Geld zurückgezahlt. Ich habe gar nicht im Briefkasten geguckt, ey. Ich Vollidiot. Hätte mal vielleicht auch irgendwas Gutes drin gewesen, was mir geholfen hätte. Aber nein. Na gut. Dann werde ich mal hier einen Schnitt machen. Ich dachte. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.